Also vorweg, ich finde es eigentlich sehr spannend, wenn man mal so sieht, Ihre Position, dass Sie das ganze Parteienspektrum eigentlich abdecken. Ja? Von eher, sage ich mal, linken Positionen, was Wirtschaftspolitik angeht, bis dann eher zu nationalkonservativen, sage ich mal. Das finde ich insofern interessant, als dass das ja in gewisser Weise auch für eine eigene Meinung spricht und man sich nicht irgendwo ein Schema pressen lässt. Das mal vorweggeschickt, finde ich jetzt den Gedankengang von gerade ganz spannend im Hinblick darauf, was halten Sie denn für realistisch? Wenn man mal so die Revue sich anschaut im letzten Jahrhundert, dann braucht es 1929, Great Depression, dann braucht es einen Weltkrieg, bevor fundamental sich was geändert hat. Was macht Sie denn hoffnungsfroh, dass uns das diesmal ohne sowas gelingt und wie? Naja, die Hoffnung, die sollte man sich ja schon bewahren. Danke für Ihre Worte. Man presst mich natürlich trotzdem gerne ins Schema. Also, dass das AfD-Label steckt drauf, macht es den Medien ja auch leichter, oder Feindbilder zu finden und so weiter. Und diese Polarisierung in den Köpfen ist ja auch leider stark fortgeschritten in Deutschland. Und was macht mich optimistisch? Habe ich gesagt, dass ich optimistisch bin? Ich zitiere mal ein anderes Buch von dem Walter Scheidel. Das ist ein Althistoriker aus Wien, der jetzt in Stanford eine Professur hat. Er hat ein Buch geschrieben: Nach dem Krieg sind alle gleich. Im englischen Original: The Great Leveler, also der große Gleichmacher. Und empirisch hat er gesagt, in den letzten 2000 Jahren hat es immer Krieg gebraucht, um die Gesellschaftsordnung wieder etwas egalitärer zu gestalten. Vielleicht sind wir im Rahmen der globalen Wirtschaftsordnung etwas klüger geworden, denn die Risiken sind riesig. Aber ich sage mal, wie es gelingen könnte. Es müsste gelingen. China will mehr, das ist richtig, wobei sie kein Land platt bombardiert haben, wie der Rivale in den letzten Jahren viele, viele Länder bombardiert hat und viele, viele Tote produziert hat, aus welchen Motiven auch immer. Es müsste halt tatsächlich da eine neue Balance gefunden werden. Und das heißt für die amerikanischen herrschaftsgewöhnten Eliten, dass sie sich mit einer etwas reduzierten Rolle zufrieden geben. Das haben die Briten ja auch gemacht nach 1918. Also das gibt ja Präzedenzfälle. Es gibt ein anderes Buch von Graham Allison, Destined for War, Can America and China Escape to Kitty, This is Trap. Allison ist der ultimative Insider. Ich zitiere ihn auch, lange Dekan der Harvard School of Government, Regierungsberater. Der hat gesagt, also hat ungefähr 30 Fälle untersucht in der Vergangenheit von ähnlichen Situationen, hat gesagt, in einem Drittel immerhin ging es ohne Krieg. Also von daher, es ist kein Naturgesetz, dass der kommen muss. Aber die Risiken sind da. Und wenn Amerika sich mit einer leicht reduzierten Rolle zufrieden gibt, was unglaublich schwer ist, denn America has to be number one. Ich habe ja die amerikanische Staatsbürgerschaft. Also für einen Amerikaner zu sagen, wir sind irgendwo nicht number one, ist verdammt schwer. Das ist einfach so in der Psyche drin und das ist nicht ganz einfach. So, und China muss einen Weg finden. Diese Übergangsphase, die ist sehr gefährlich, aber das ist die einzige Chance, die wir als Europäer haben, uns nochmal zu emanzipieren und nicht zum Spielball zu werden. Und im Moment sehe ich da durchaus Signale, dass das, es ist nicht alles negativ.